Premiere für Christian Prokop und die TSV Hannover-Burgdorf in Potsdam. Nach 4 gewonnenen Spielen in Folge soll nun das 5. hinterherkommen. Aber die Aufsteiger vom 1. VfL Potsdam machen es den Recken nicht leicht. Orloff mit der frühen Führung zum 2:1. Recken dann aber auf Augenhöhe, können antworten durch einen sehr, sehr starken Uschins. Ausgleich zum 2:2. Dann drehen aber die Potsdamer wieder auf, sind mutiger, sorgenfreier und spielen nach vorne und übernehmen wieder die Führung. Orloff zum 5:4. Und dann die kleine Sensation im Tor, ein hervorragender Frederik Höhler nimmt nicht nur diesen Ball weg, insgesamt 9 Paraden bringen eine Quote von 31%. Und dann, man mag es kaum glauben, auch den Ball, den holen sich die Potsdamer wieder zurück und gehen erstmals mit 2 Toren in Führung. Eine kleine Sensation in der ausverkauften MBS-Arena. Und kurz vor der Halbzeit, Potsdam unter Zugzwang, ziehen aber mit der Schlusssirene gleich eine sehr ausgeglichene erste Hälfte an diesem 6. Spieltag. Dann der Wendepunkt in Hälfte 2. Eine rote Karte gegen Potsdams Kapitän Elias Kofler bringt die Potsdamer ins Wanken. Für diese Aktion gegen Renas Uschins sieht der Österreicher rot und muss die letzten 25 Minuten der Partie auf der Tribüne verbringen. Emil Kurtagic kann es selbst nicht glauben. Und diese Disqualifikation bringt die Potsdamer dann auch ordentlich ins Wanken. Nehmen die Recken sehr, sehr gerne an, schlagen prompt zurück, sind wacher denn je. Auch hier nochmal Uschins zum 19:15. Und auch mit Bandage läuft es richtig gut. Hier die nächste Aktion. Da sollte es schon weitergehen. Aber nein, Frederik Höhler hält auch in Halbzeit 2 den Kasten sauber. Und das Torwartspiel auch auf der anderen Seite sehr, sehr wichtig. Simon Gade nimmt auch die ein oder andere 100%ige Chance weg. Recken drehen dann richtig auf. Plus 4 vorne, dieser Traumpass auf Justus Fischer bringt das 22:17. Potsdamer dann im Kampf gegen die Uhr. Immer mehr Tore müssen sie gut machen. Simic mit dem 21:23 kommt nochmal auf 2 ran. Aber die Recken haben weiterhin die Nase vorn. Der Treffer von, wer sollte es auch sonst sein, Renas Uschins bringt die Entscheidung zum 27:22. Damit bleiben die Punkte in den festen Händen der Recken, die damit den 5. Sieg in Folge einfahren. Paddy auch bei den mitgereisten Fans, die den Recken den Rücken gestärkt haben. Große Freude also. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt. Potsdam wartet weiterhin auf den 1. Sieg in der 1. Handball-Bundesliga. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.